Die hat ein gebrochenes Schienbein, glaube ich. Die ist fußtot. Ja. Ist sie nicht knöcheltot? Habe ich auch gehört. Ich glaube, ich habe sie vorhin schon gesehen. Wadenbein ist es, bin ich mir hat sie nicht, sehe ich nicht den Knöchel gebrochen? Ich weiß nicht, ich habe sie nur vorhin kurz gesehen. Naja, irgendwas hat sie sich gebrochen, ne? Zweiter Punkt läuft an und wieder aggressiver Break für. Aber was für ein aggressiver Break? Wieder T-Back 3. Ja, aber Killzone verliert den T-Back Attacker. Ja, die Snaker sind aber auch schon auf dem Weg. Also, wir selber haben das Feld erst. Das kommt erst bei uns noch. Wir haben ja Sommerpause. Ja. Wir Ösis haben Sommerpause. Wie viele Spieltage habt ihr? Wir haben dieses Jahr 4. Letztes Jahr hatten wir 5. Mhm. Dieses Jahr haben wir 4 plus ein Cup am Ende. Und ja, ich bin gespannt. Also, wir haben ja, ich spiele ja bei den Newcomern und trainiere auch unser Newcomer-Team. Mhm. Und die sind den verfluchten 4. Platz räumen wir gerade momentan immer ein. Yeah. Immer knapp am 3. vorbei, aber sie lassen sich nicht entmutigen. Also ich bin wirklich stolz auf mein Newcomer-Team. Die haben wirklich sich zusammengerauft in einem halben Jahr. Und ich glaube, man muss in so einer kleinen Liga einfach auch, weil man dann ja sicherlich auch gegen Teams spielt, die dann deutlich stärker sind, weil ihr ja wahrscheinlich nur, ihr habt 2 Divisionen, meine ich. Wir haben das Newcomer-Team am Vormittag im Dreimann, dann am Nachmittag, sage ich jetzt mal Kampfkader, sagen wir dazu, da kommen dann unsere Altspatzen aufs Feld, da spielen dann wirklich extrem gute Spieler, da geht es dann schon ab und am Sonntag ist dann 5 Mann. Das ist dann natürlich schon so, dass man sich da auch irgendwie erstmal reinfuchsen muss. Ne? Ich meine, wenn du jetzt aus dem Wald kommst, zum Beispiel da irgendwie 3 Kugeln geschossen hast oder direkt auf dem Sub-Airfeld angefangen hast und dann so langsam realisierst, was das alles ausmacht, ein guter Paintballer zu werden. Reisen zum SBG, zum Snowrunner, zur Landesliga fahre ich dieses Jahr, nach Prag fahren wir, nach Amsterdam zur Jüchen Nationalteam unterstützen, schauen, weil ich es ihr versprochen habe, das ist dann auch wirklich auch erst wirklich machbar. Ne? Ja, das ist natürlich, also umso mehr Zeit man sich natürlich dann nehmen kann, umso einfacher gestaltet sich die Geschichte natürlich. Ja, ne? Ist klar. Und natürlich der Arbeitgeber macht das auch mit, dass er sagt, okay, komm, um 12 kann es gehen, fahr mal los. Ja, das ist nicht schlecht. Wir sehen hier gerade den 2. Punkt von BM gegen Inflame und es war wieder ein super aggressiver Break für BM United, aber danach ist es jetzt leider so ein bisschen abgeflaut. Ja, in der Tat. BM verliert auch den Dorito-Attacker im Dorito 1, hat es aber direkt wieder nachbesetzt. Killzone in Dorito 3 mittlerweile schon und Mr. Hoffmann sitzt da in dem großen Wedge auf der Dorito-Seite und post auf die Snake, weil die Snake nämlich von BM geladen ist. Ja. Mein Lieblingsplätzchen, da spiele ich. Die Snake? Na, Inflame gegen United Deldenberg. Inflame natürlich, ja. Entschuldigung. Ja, ja. Na, ich bin ja Center-Spieler, im Dreimann, im Fünfmann nicht immer, aber ich bin immer gerne durch die Mitte durch. Also das macht mir am meisten Spaß, da rockt es dann und... Da leuchtet das Pink dann auch umso heller. Nein, es ist ein Phänomen, dass viele gegen die Spiele, die ich persönlich kenne, auch sagen, Mensch, wo warst du denn? Ich habe dich gar nicht gesehen, weil du trainierst natürlich und die ganzen Farben, blau, grün, das hat das Auge erfasst es dann. Aber wenn dann sowas Pinkes um die Ecke kommt, dann bist du quasi getarnt oder was? Ja, man nimmt es nicht wahr. Man nimmt es, wenn man nicht, also meine Spieler aus unserem Team, die nehme ich natürlich wahr, weil sie mit mir trainieren. Aber wenn du... Ich habe oft den Satz, dass sie mir sagen, oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Wo warst du denn? Ne? Oh je. Penalty. Ja. Jetzt. Ja, das hört sich nach was an. Taul, okay. Aber es ist schön, so zu sehen, dass das irgendwo das alles irgendwie immer weiter vorangeht, dass es größer wird, dass die DPL da wirklich dahinter ist. Auch mit der Agenda 2022. Ja. Ne, habe ich da auch vieles nachgelesen, viele Meinungen auch mal eingeholt, wie die Sichtweisen da sind. Also ich wünsche euch das, dass es wirklich weitergeht. Ja, vielen Dank. Wir arbeiten dran. Ich denke, dass wir da auf dem richtigen das Punkt 3, 1 gegen 1 und wieder in die Snack. 3 Punkte in Folge. Und 3 Punkte in Folge hat keiner auf den geschossen. Ja, das ist natürlich immer schlecht. Den Snaker muss man immer im Auge behalten. Klar, natürlich beim Fünfmann, weil jetzt der eine geschrieben hat, der Part 7 hat gespielt das erste Mal vor 3 Wochen. Natürlich hat beim Fünfmann jeder seinen Backup-Spieler, der ihm die Line legt, um ihn zu schützen, zu unterstützen, damit der vordere Spieler vor kann.
Da gibt es verschiedene Varianten zum Spielen. Wir haben es auch schon gehabt, dass der T-Bag an seinem Frontspieler vorbeigerannt ist. Ja, aber guck mal, wie nah die jetzt hier auf der Snack-Seite aneinander sind. Da gibt es gleich den ersten hat er getroffen. Gerne Part 7. Da könnte man auch ruhig mal eine Strafe für geben. Ja gut, der Snack-Spieler von Inflame hat jetzt zwei Leute rausgenommen auf der BM United-Seite. Das war auf jeden Fall für ihn eine gute Geschichte. Für BM United möglichst dämlich gelaufen. Aber jetzt spielen hier was 2 gegen 2? 2 gegen 3, oder? Ja, aber der Snake hat aufgeholt. Also sie haben die Snake gleich nachbesetzt. Es ist natürlich noch eine sehr starke Position. Und natürlich... Der ist raus. Ja, das ist ärgerlich. Ich glaub, jetzt ist halt nur noch einer für BM. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das der Rara. Das ist ein Belgier. Ich kann nicht genau sehen von hinten, wie was auf seinem Rücken draufsteht, aber ich glaube, das ist der Nicolas Wetzels. Das ist eigentlich auch ein Spieler, der mal bei Breakout gespielt hat. Okay. Länger auch? Längerfristig? Längerfristig, oder? Ja. Also in Belgien ist er auch nicht wahnsinnig riesig. Also es gibt da durchaus, es gibt da das Paintball-Mecca Breakout-Arena und dann das Feld von Mike in der Action-Zone in Amel. Und das sieht so aus. Dass das Handtuch geworfen wurde. Also deshalb, sieht so aus, als wäre das Handtuch geworfen worden. Aber es ist halt so, dass die Leute, du trainierst natürlich da, wo die anderen guten Teams sind. Und dadurch entsteht, so wie jetzt hier in Solms oder wie dann halt in Belgien halt bei in der Breakout Arena oder in der Action Zone, entstehen dann so Hotspots, wo alle Teams halt hinkommen und wo quasi Gott und die Welt sich treffen. Ja. Und so ist das dann halt häufig, dass wenn auch Leute da mal das Team wechseln, du siehst die dann trotzdem jedes Wochenende, weil du bleibst halt an dem gleichen Ort irgendwie. Ne? Wie weit ist es? Ich glaube, bis sind wir gefahren, eine Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, Bratislava. Das war wirklich angenehm und hat uns da eingeladen und... Wieder T-Bag 3 für BM United. Das machen die jeden Punkt, dass die so angreifen. Wieder die Snake. Guck dir, Entschuldigung, dass ich da jetzt so reinrätsche, ja, aber Problem. Das ist ja der Wahnsinn. Also die greifen so an beim Breakout. Ja, finde ich auch gut. Und trotz dessen, dass sie dann auch hin und wieder mal einen Spieler verlieren, lassen sie es ja trotzdem nicht nehmen. Genau. Und gehen dann ab. Der Parz hat übrigens geschrieben, Hannover und Dänemark liegen also, Hannover und Osnabrück liegen also in Dänemark. Ja, also ganz klar aus der Sicht was eines... Was hast du da zu sagen? Ja, also aus der Sicht des Südens auf jeden Fall. Aha. Weißt du, in Baden-Württemberg ist es halt am schönsten. Naja. Ja. Das weiß jeder. Ja, natürlich. Ja, das wird dir natürlich auch Niedersachse sagen, dass das in Baden-Württemberg am schönsten ist, da zu leben. Ja gut. Kommen wir bitte wieder zurück zum Paintball-Spielen. Oh, weiß der Ore nichts von der Snake? Anscheinend nicht. Aber da wird es gleich, aber jetzt wird es gleich merken. Ja, oha, auf der Snake-Seite gibt es richtig Action gleich. Oh, guck mal, die verpassen sich ganz genau. Ist das geil. Oh, der hat den bis ins Ohr geschossen. Oh, das ist aber unangenehm. Ja, wenn man so nah beieinander ist, dann zwiebelt das natürlich. Ja. Also ich kann da ein Lied von singen. Extrem, aber es ist ja trotzdem immer noch eine 1 gegen 1 Situation. Ne, es ist eine 2 gegen 1 Situation. Ich verstehe gar nicht, warum BM da so sich mit schwer stellt. Jetzt, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum der Backplayer des Snakers nicht weiter auf die Snake aufgemacht hat, um ihn dann zu beschützen. So, die wissen immer noch nicht. Jetzt kommt der. Ja, jetzt passiert immer was. Mal gucken, was der Basti jetzt draus macht. Ja. Ja. Hat einen Trade rausgeholt und im großen Maya. Nee, ach, das war das Spiel aus dem großen Meier. Der Manu ist noch am Leben. Genau. Der Manu übrigens auch ein Spieler von Breakout, ein ehemaliger. Hat auch eine Zeit lang bei Frankfurt Next Gang gespielt, meine ich, zusammen mit unserem André. Genau, die Syndicate Kids, die aufgestiegen sind, waren das. Korrekt. Vor Ewigkeiten war das mal. Ja, es gibt schon einige interessante Spieler, einzelne Spieler. Ich schaue natürlich immer mir vieles. Oh krass, ich muss ganz ehrlich gesehen sagen, ich habe den eben auch gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht der Colombo sein, oder? Und doch, es ist der Colombo. Also französischer, spielt er in der französischen Nationalmannschaft? Habe ich noch nicht geguckt, aber kann ich mir gut vorstellen. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber also ob der für einen Tag da ist oder nicht, das lässt sich immer schwer sagen. Also ist auf jeden Fall für die ganze Saison gemeldet. Ob der dann wirklich halt auch anreist oder nicht, das, ich meine, das ist ihm ja im Prinzip selber überlassen. Aber krass, also finde ich, haben sie sich auf jeden Fall einen Top-Spieler dazu geholt. Ja, das war ja jetzt eh das Sommerfenster, so dass du ja Spieler melden konntest. Okay. Und, oder ummelden konntest, wie auch immer. Und, also du hast so ein Wechselfenster, ne? Wie beim Fußball auch, wo du den Verein wechseln kannst. Oder gibt es beim Fußball noch? Ich glaube, da kannst du jederzeit den Verein wechseln. Wie auch immer. Nee, da gibt es eine Sommerpause und Winterpause. Okay, siehst du, und so ist das hier auch. Und dann ist hier bei uns jetzt auch das Wechselfenster gewesen und dann hat man den halt dann nachgemeldet. Entweder ein anderer ist halt ausgefallen, warum auch immer, oder man hat einfach noch Platz gehabt.
Und dann ist er auf jeden Fall für den Rest der Saison gemeldet und dann kann er halt jeden Tag hier anreisen, wenn er denn möchte. Und warum er nicht wollen würde, wüsste ich nicht. Ja. Heißt Parts auch, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, es gibt ein sogenanntes Rooster, das heißt also, du meldest einen Kader, du meldest verschiedene Spieler in deinen Kader und hast entsprechend verschiedene Plätze frei. Ich glaube, in der ersten Bundesliga sind es 12, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Kann sein. 12 oder 10. Ja. Und wenn da dann natürlich noch Plätze frei sind, eben zu dieser Wechselfrist oder am Anfang des Jahres, dann kannst du da entsprechend noch Leute nachmelden. Und dann können diese Leute natürlich auch nur einmal zum Ligaspieltag kommen, wenn die dann eben dann auch nur einmal können. Ja, bei uns ist es genauso. Also wir haben auch den klassischen Rooster Lock im Fünfmann und im Dreimann, wo wir dann eine gewisse Anzahl an Spielern melden dürfen. Es gibt aber noch eine Deadline, wo man nochmal umswitchen kann, wenn man es möchte. Das ist, glaube ich, nach der ersten PBBL. Nagelt es mich jetzt nicht drauf fest. Da kann man nochmal umswitchen, wenn man sagt, ach, naja, der Spieler hat sich vielleicht das Fuß gebrochen oder Handgelenk oder was auch immer und kann nicht spielen, dann kann man es nochmal tauschen, aber dann ist auch Cut. Also wir haben bei uns am Feld, bei den Refs, dadurch, dass die PBBL sehr recht klein ist, auch Refs, die wirklich jeden Spieler aus jedem Team kennt. Also man tut sich schwer, da irgendjemanden unterzuschmuggeln und zu sagen, ah, der ist bei uns, weil wir haben den Lupo von den ehemals RMG Bratislava bei uns am Feld, das ist der Head Ref und einige auch von RMG Bratislava oder ehemals RMG Bratislava sehr erfolgreich auf der NXL gewesen. Extrem, ja. Die sind, glaube ich, gefühlt dreimal nacheinander aufgestiegen und haben da echt alles aufgemischt und dann gab es sie plötzlich von heute auf morgen nicht mehr. Genau, da gab es einen Break bei denen, Millennium Series damals. In der Millennium Series, ich weiß gar nicht mehr, da haben die es bis in die SPL geschafft, ne? Da waren sie ungeschlagen. Die haben ungeschlagen, haben sie gewonnen, ne? Die sind da durchgerauscht. Da ist der Jacob drin. Ich bin großer Fan vom Jacob, das weiß er auch. Ich finde ihn absolut göttlich. Der Erik war drin, der Lupo war drin. Also die waren auch ein sehr eingeschworenes Team. Wo der Break dann letztendlich im Team herkam, ist schwer zu sagen. 2013 oder 14 glaube ich, haben der Philipp Fischer und der Florian Schöntag für die gespielt. Genau, ja. Und jetzt sind sie bei Freefall. Und dann, als sie von RMG Bratislava weggegangen sind, da sind die zu Kamenetja gegangen und ich glaube danach hat RMG Bratislava, sind die glaube ich auf keinen grünen Ast mehr gekommen. Zumindest, also so meine ich, habe ich das in Erinnerung. Die besten Jahre waren, glaube ich, die, wo die den unheimlich muskulösen und stabilen Florian Schöntag und den haarigen Philipp Fischer hatten. Nicht? Die gucken wahrscheinlich gar nicht zu. Aber Spieler. Es gibt natürlich einzelne Positionen, die ich mit Leib und Seele spiele, wo ich dann auch wirklich krachen gehe. Da sage ich auch ganz ehrlich, der Bieler ist ja euch wahrscheinlich ein Begriff, nicht everybody's Liebling, aber für mich immer derjenige, der sagt, komm, spiel bei mir und spiel Kamikaze, mach was du willst und dann, dann bin ich dann auch immer in der Snake 50 da unterwegs, also was man mir eigentlich nicht zutraut, beziehungsweise wo man auch nie mit rechnet, also. Okay, die Jungs von Inflame jetzt hier von der linken Seite aus liegen ja, glaube ich, einen Punkt zurück irgendwie und müssen den Punkt machen, ja. Extrem aggressiven Breakout gespielt, sind aber auf der Snake-Mittelposition abgeflogen. Ach, die haben halt nur noch 20 Sekunden, ne? Aber BM läuft schon durch, jetzt haben sie sich nicht gesehen. Jetzt kommt, wer buzzert zuerst? Aber hat der nein, 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 der Inflame-Junge hat auf jeden Fall, der Inflame-Spieler hat gebuzzert. Ist aber, das ist ja mega knapp gewesen. Also für mich war auf jeden Fall, die sind hier in der Mitte, sind die aneinander vorbeigelaufen. Ja, für mich direkt war BM zuerst dran, aber mal gucken, was jetzt da entschieden wird. Nee, für mich war auf jeden Fall Inflame zuerst dran, definitiv. Sehen wir auf jeden Fall, unten an dem Computer wird das nämlich eindeutig gesagt, wer zuerst den Buzzer getroffen hat. Inflame hat, bin ich mir ziemlich sicher, zuerst den Buzzer getroffen. Irre. Wirklich irre. Eigentlich normalerweise liest das der Computer, glaube ich. Ja, 3-3. Next year, they could have only two players from Dynasty. That's all. Mm-hmm. And in semi-pro, only one player. I wanted to have only one player. You only they ask many captain. And I said the best is to have only one pro player in pro. Absolutely. Because the problem, I think, in Europe, why we have this crisis actually, and we are suffering, is that to be competitive with the four top team actually in coming from US in Europe, if you want to be competitive, you need to pay some guests. Yeah. And for sure. All the money you are spending to bring this guy from US to give them a salary.
to pay all the expenses and everything. Yep. This is not the money that you are going to spend on your field to teach and bring new generation. And also, like the level, for sure next season, the level is going to be down. Go down, yeah, sure. But it's no matter because it will be better at a the long-term end. Decision, it's, I yes. think it's a good one. Yeah. Yes, because at the end, you could manage to have kids and playing some points because actually the level is so tight that you can't say to kids, okay, go and play one or two points. Yeah, you can because you need to win this game because it's so tight and you never know what is going to happen. So if the level is more... Same team in the US, but if you have only one player, you have to try to go in the team. Yeah, invested. Yeah, and the knowledge transfer is the best if you have only one pro player you pay. Mm. The hard from the NSL is that they refuse to be only one player in pro because they say to travel, they prefer to be two players. So mm-hmm. for the travel times, it's good to be two. But, you know, if you get paid to come, you don't care to be one or two. Yeah, exactly. I don't care if you have a little bit problem by being by yourself. I travel like 15 years alone when I was playing for the US or for the Russian Legion. And you were never scared? No, never. At the beginning, a little bit because I was not speaking English at all. So the first time I came in US, I was like, it was impossible for me to speak one word in English. And I learned a little bit. I start to practice and to talk. But it was funny because when I start playing with Philadelphia American, I was not speaking in English at all. So it was really complicated. It was fun. Only Gunskin. On the field, on the field, we have only one language. I think. Yeah, that was what I was saying to myself. I said, okay, you for sure you will not go on the field because you have some friends in the team. Just you need to be good and you need to kick the ass of everyone if you want to be on the team. So yep. you don't need to be like at the same level. You need to be over the level because if you are at the same level, for sure they will say okay, they will put their friends, you know, yeah, because yeah, yeah. This is the same level, so let's play with our friend. But if you manage to be over this level and to say, see, technically I win all the gunfight at the break, yeah. I'm better, so they say okay, there is no reason why he's not playing, so let's yeah, play yeah, on yeah. the field. Yeah, the language is a funny thing. You know, we have Vasily in the team mm-hmm. already for seven seasons now. Practicing, we don't care about the sparring, if it's a pro team or if this is a Division 5 team or just guys playing the regional. So we don't care, but we enjoy to play. We enjoy to be all together, to be on the field and to share this moment all together, you know. I think that we are really, really passionate people and it's always a pleasure to share it. And until I have this passion and I enjoy to play with this guy, I think I will not stop because I built my life around the paintball. Mm-hmm. Before I used to be a builder. I own a company as a builder. I stopped. I closed my company because I couldn't manage to own the company and be in US playing and everything. So I decided to stop and to play in the paintball. So now I'm working in the paintball for GI since 2014. And so I changed all my life around the paintball because I wanted to play my passion, you know. Your life is paintball. Yeah, my life is paintball and I make everything around this. And all the players in my team are doing the same, you know. Yeah, it's maybe we see us later here. Sure. Okay, thank you. Thank you. Marvin, we see us. Yep, I'll be here. I don't know what happened. You have a really good setting at the webcast. I mean, like all the screens, mm-hmm. tables. You have a good view of the field. Yeah, this is from live stream from Twitch, YouTube, and also on Facebook. And so you have all the comments. Yeah, appearing. And then they talk about smoking right now, vape. Ah, but okay. Normally, if they have questions, they can ask questions, and I can answer from here. Okay. So it's nice setup. That's nice. And also. I don't know if the people at home are doing it right now, but we have votings on Facebook, so you can vote like my bandwagon. You know, in the US, you can vote on what team is winning and everything, and then we see it on the screen also. You know, okay, that's what good. Kind of percentage? For example, for me, the team on the right, they came from lower division last year, mm-hmm. and they practiced a lot at Breakout Arena, and they were like really favorite for me. Right now they're not doing super, super good in the league. I think they're on eighth place. It's not perfect, mm-hmm. but for someone that came up from lower league, it's not bad. Okay. And for sure, I hope they would go to top three, but maybe not.
Yeah, it's because you have you are playing 22 games in the season, mm-hmm. right? Yeah, exactly. Yeah, four events of four games and one at 5 years. Yeah, exactly. Or something like this. Yep, but look at him, for example. He wanted to go to the buzzer and forgot that there was opponent. Okay. Today. No way. He took a penalty too. Oh. They are cleaning him off. He just won the game against four. Nice. Ah, that's a 1-1. Does he know the guy from? No. No, he doesn't. He won a 4-on-1 from the snake. No way. Good job. Yeah. Nice job. We see that a lot of mistakes are happening on the snake side because it's so many bunkers and high and low and on different ways. So it's easy to lose someone in the snake and to miss someone. Yeah, I know that the Tonton are following the webcast. Example with us normally with Hurricane, it's normally coach is also player, and then if your points are a little bit shit and then you get bunkered in the head and you have a lot of things to take care of, your gun, your mask, and then you also have to make game plan, it's hard to keep calm. Yes, exactly. No, the coach needs to be a part and it needs to be not a player, you know. And I see you have some paper magazine. Magazine, exactly, yeah. It's one shop, Paintball Sports. The Paintball Sports, and he made a magazine, and the viewers already, we showed them the magazine already, but it's basically a for free magazine. Mm-hmm. And with every order at the Paintball Sports place, you can get a magazine, and it talks about NXL and Scenario and MacFed and all kinds of different stuff, you know. There's, for example, they followed the EuroBig game and the season from the NXL and DPL, and also they have like interviews. For example, here Ryan Greenspan is in here, and guns and reviews. It's really nice, nice magazine. Also like big pictures, you know. I think that's super cool picture. Like for example, a poster, yeah. That's a good commitment, yeah. Mm-hmm. And it's made from not only from one guy from the shop. I think there's more guy that sponsor it, but I don't know exact. But it's really nice to have a magazine, you know, because people come to your place, they ask you, what do you do? Mm-hmm. They see, for sure, they see 20 trophy on the wall and they see maybe 5 jersey and 1 gun and they ask you, hey, but what is this about? You say, yeah, paintball. Yeah. Oh, you shoot other people with some paintball? Yeah. And then it's nice to have some magazine just laying around, you know, and people look into it, and because it's super cool, you know, who doesn't like guns, you know, who doesn't like shooting? it's great sport normally. People said that now this is numeric, you know, magazine in numeric on the computer, but I feel that you know it's something different when you have a magazine in paper in the end. Yep. You put it in the bag, in your backpack, and when you are traveling, you can manage to see and to read a little bit. If you have some neighbor in the plane, you can manage to talk and to explain your sport. So it's always a good. I prefer then to have something on the iPad. You remember, like 2 or 3 years ago, the photographers made one little book. So I didn't follow anything about the game. Maybe you did. Yeah, no, we are a little bit bad about that sometime, but it's good to talk sometimes. Yeah, but paintball talk. 4-1. BM United is really in the lead, 4-1. So it's match ball. It's Mercy 4, and it's only 4 minutes left. So Green Monkey Kings really has to attack, but they already lost for first person. Oh. Took 1-1. Yeah. And did he manage to reach the corner alive? He's asking a check. Yeah. He's alive. Yeah. But not looking good for Green Monkey King. The tall guy on the right from United is also he came from Breakout. It's Manu, German guy, but he played with the second team a couple years ago. So it's a lot of you see the same people all the time for sure. Yes. It's just like on NXL. Okay, so today is the Bundesliga 2, the Division 2, and tomorrow is the Division 1 playing, okay? Yeah, exactly. Okay, good. Normally it's like that, and then tomorrow someone else will commentate for sure, but I will be playing, and it will be same live stream, everything, just different people up here. Okay. I'm watching many times the webcast of the GPL, because most of the time it's 1 or 2 weeks before... NXL event,
So I'm watching to try to see if there is something different about the tactics, if players are found some moves or something, or some nice bounce shot or something. Yeah, yeah, exactly. So and the how it's recorded, it's good because you have some good view, good shot, mm-hmm. and they are doing a good job at the live. So for sure, Radical is like they have been doing it for a long time, and you can really see, you know, because they have good focus on the good moves. Mm-hmm. They are experienced now. Yeah, exactly. I think this is the most older people recording paintball, so they have the most experience. Yeah, true. Kansas Killzone gegen BM United. Was sagt ihr? Arne? Ja, ich bin ganz klar für BM United, auch wenn das eine schwere Nummer wird. Aber wenn die Jungs so weitermachen, wie sie heute Morgen angefangen haben, dann dann hoffe ich, dass sie daran anknüpfen. Die Zuschauer sehen das ein wenig anders. Ja, verständlich. Ja, verständlich. Als Aufsteiger hast du es immer schwer. Absolut. Willi, für wen bist du? Was denkst du? Ich wäre auch vermeintlich immer für denjenigen, der eigentlich in der, für den Aufsteiger, aber Herr Colombo spielt hier, glaube ich, auch wieder, Fabrice. Ja. Ehemals Tonton-Spieler haben wir, glaube ich, vorhin auch schon extrem viel rumgekaut. Er ist doch auch immer noch. Oder ist noch Tonton-Spieler, genau. Und ich glaube einfach, dass die Jungs von Killzone, auch wenn ein Spieler nicht derjenige ist, der im Endeffekt das gesamte Spiel gewinnt, aber da so viel Stabilität reinbringt, das fehlt BM einfach aktuell. Das Gute bei BM ist, sie sind ein Team. Sie sind zusammengewachsen, die Jungs, die schlafen jeden Tag miteinander. Ja, ja. Und sauber. Killzone verliert jetzt auch den besagten Spieler auf der Snake Corner. Ach nee, doch nicht. Aber sie verlieren trotzdem einen auf der Snake. Also BM United ist immer noch zu fünft. Die funktionieren wie ein Uhrwerk und man darf die nicht unterschätzen. Und gerade gegen die vermeintlich stärkeren Teams sind die echt stark. Wir haben in der Historie, sind wir auch nicht aufgestiegen, weil wir gegen die starken Teams verloren haben, sondern wir sind nicht aufgestiegen, weil wir gegen die Tabellenletzten verloren haben. Ah, ja. Okay. Das ist so ein Manko von uns. Das ist auch eine riesen Kopfsache. Also bei den unterschätzt ihr dann die Gegner? Ich denke schon. Okay. Also ich denke, du gehst entspannter in das Spiel rein, wenn du gegen Breakout vorher gewinnst und dann gegen vermeintlich schlechteres Team spielst, dass du dann stärker unterwegs bist, was halt auch ein Trugschluss ist. Weil, jetzt verlieren sie leider gleich drei Spieler Mann. Auf einmal. Ja. Ah, schade. Der Iskra geht auch flöten. Ne? Ja, der Rara auch. Rara ist ja auch ein Breakout-Spieler gewesen. Ja, das dürfte dann der Iskra ist aber noch drinne. Killzone sein. Der Iskra ist noch drin. Ach, Tatsache. Da steht er in seiner Can auf der Snack-Seite. Der schießt zwei Leute auf der T-Pack-Seite. Das ist gar nicht schlecht, was er da gerade macht. Also ein 2 gegen 2 jetzt draus. Ich glaube, BM hat jetzt die Snack-Seite noch und den Iskra hinten. Und der Urin, der geht da auf der T-Pack-Seite richtig ab. Und der Urin ist sich zu sicher. Das ist das Problem. Er hat ihn zwar noch bekommen, aber er hat mega Glück gehabt. Urin hatte mega Glück. Urin hat dem Schiedsrichter signalisiert, hier, guck mal, ich habe ihn getroffen. Sowas darfst du nicht machen. Ja, das ist ja. Du musst fokussiert bleiben. Du musst mit deiner Gun oben bleiben und solange der Spieler nicht vom Feld geht, schießt du da drauf. Genau, sehe ich auch so. Er hat jetzt mega Glück gehabt, Uri. Schon gewettet. Nee, ich bin ohne Scheiß, bin ich vorhin bei den Invaders-Jungs rumgelaufen und habe gesagt, ich wette nachher wieder irgendein Spiel auf euch und wehe, ihr verkackt das. Ja. Dann muss ich nämlich abwaschen. Aber ich habe schon abgewaschen gestern. Das ist super. Ich wollte gerade in den Livestream sagen, warum wir jetzt über einen Abwasch reden, weil wir nämlich im letzten Livestream eine Wette am Laufen hatten, wer denn das Spiel gewinnt. Invaders oder ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Ich weiß auch nicht mehr. Wir haben um den Abwasch gewettet und ich habe auf die Invaders getippt und du hast auf ein anderes Team gewettet und ich musste abends in der Tat abwaschen. Und Willi hat dann nachts noch, ich glaube um 23:30 abgewaschen. Ja. Arne. Oh, zwei Jungs fliegen ab direkt von uns, ja. Drei, ja. Steven Basti Kennst und es verliert da aber auch raus, einen ja. Spieler. Kansas, ja. Oh, wir hören gerade von der aufmerksamen Regie, dass Kansas zu viert gestartet ist. Das ist leider bei uns durchgerutscht. Das haben wir nicht mitgekriegt. Wir können auch jetzt leider nicht sagen, woran das lag. Aber wahrscheinlich haben sie noch eine Strafe gekriegt und sind deswegen short gestartet. Ist jetzt auch ein 3 gegen 2. Also bei Kansas ist gerade noch einer abgeflogen. Sonst hätten sie den letzten... Ach so, doch. Ja, naja. Ja, der Orin, der sitzt auch hier in der Snake 1. Der wartet ab. Ja. Redet mit Manu. Die kommunizieren ganz gut. Jetzt muss Manu nur aufpassen. Weil der auf der Snake da richtig aggressiv nach vorne geht von Kansas. Ja, aber Kansas verliert den Doritos-Spieler. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein 2 gegen 2 auf der Snake-Seite. Wer hat den geschossen? Ja, die wissen das aber nicht genau Bescheid. Das muss doch der Manu gewesen sein. Das... Ja, der... Wo ist denn der andere BM-Spieler? In der Snake 1. Ah. Manu in Snake 1. Hat er ihn bekommen? Nee, hat nicht bekommen. Hat er nicht bekommen. Okay, das war's. Okay.
Das ist krass. Ja, das war's. Arne, erzähl uns mal, warum ihr gefühlt 12 Spieler auf dem Roster habt. Bei BM United? Ja. NXL-Event. Die Jungs, die waren 2 Tage bei uns und haben mit uns trainiert. Und das ist auch in den Köpfen hängen geblieben. Dave war der Fahrer, sagt er gerade. Okay. Ah, er durfte nichts trinken. Ja. Ah. Gilson verliert 2 Spieler, einmal den Snaker und den Dorito-Spieler. Na, guck mal. Währenddessen BM schon in der Snake 50 ist. Guter Oren Break. Schießt den Center, super klasse. Ah, ne, war nicht Oren. Wer hat den Center denn geschossen? Das, das sieht super klasse aus. Ich weiß nicht, warum der Oren den jetzt nicht bekommen hat. Wahnsinn. Ist er der Letzte, der Colombo hier unten? Ja, sieht so aus, ne? Sieht so aus, ja. Sitzt jetzt hier auf dem Wedge auf der Snake-Seite, post erstmal auf die Doritos und hat da die Snake-Seite. Ja, ich glaube, die BM-Jungs wissen das gar nicht, dass er der letzte Spieler ist. Ich denke auch. Das ist halt leider das, was du vorhin gesagt hast, ne? Dass einfach manchmal ein bisschen so die Spielfeldübersicht fehlt. Okay. Wir hören gerade, der zweit. Ist zu zweit. Wo hat sich der zweite? Ah, ja. T-Pack 2, okay. Ich meine auch, das ist das Schwarze, was man jetzt nicht. Ach doch, auf dem Stream sieht man es. Von uns aus sieht man das leider nicht. Aber wir sind noch zu zweit gegen 4. Ich finde, es ist ein Layout, in dem man wirklich schwierig sieht. Geht nur mir das so oder ist nee, es das einfach ist so. Auch die Snake-Seite, die ist also, halt. Man sieht das sehr häufig, dass die Leute schießen und das T-Pack ist jetzt auch abgeflogen von uns. Reagieren ganz komisch, ja. Und jetzt muss der Basti drehen, genau. Ich hoffe, der Basti bleibt auch auf der Seite und der Manu, der switcht. Ah. Sie haben aber das T-Pack abgeschossen. Ja, das haben sie. Und das ist Quatsch. Das ist, ja. Na, wenn ich weiß nicht, wir haben noch 2 Stück. Genau, wir haben noch 2 Stück drauf. Das ist jetzt ein Punkt für uns. Ja. Also, wir haben Glück gehabt. Du hast schon vollkommen recht. Das ist auf Messers Schneide, was der Basti da gemacht hat. Ja. Diesmal ging es auf, aber es hätte auch in die Hose gehen können. Vor allem, weil du in einer 3 gegen 1 Situation bist und du machst dann theoretischerweise ein 1 gegen 1 draus. So, das war. Kriegst du hier nochmal auf den Sack 4 zu 0 gegen. Risk Factor, ja, dann bist du halt einfach bedient. Kann man verstehen, aber dadurch, dass ich mich dann auch noch aufrege, ist halt auch keinem geholfen. Ne? Ist halt der ganze Kader bedient. Absolut. Aber gut, wir können es alle nachvollziehen. Ist uns, glaube ich, allen schon mal so gegangen. Von daher, ja. Ja, spannendes Spiel. BM Oren geht direkt wieder in Snake 1. 2 zu 1 führen die Herren gegen Kansas Killzone. Wo ist eigentlich eure Veronique? Die ist im Asia Cup, kann das sein? Die ist in Singapur. Cool. Ja, die ist nach Singapur geflogen und spielt da bei 2 Frauenteams mit. Mega tatsächlich, gut. Genau. Ja, ja, wir freuen uns auch mega für sie. Sie hat auf Instagram kann man ihr folgen und man sieht halt Wahnsinnsbilder. Hammer. Also wirklich Wahnsinnsbilder. Ja, und Veronique ist auch jemand, der bei uns ziemlich viel frischen Wind und positiven Wind reingebracht hat. Da sind wir auch sehr froh drüber, dass sie dieses Jahr bei uns spielt. Auch ihr Freund Steven ist ja gekommen und die bereichern das Team schon enorm. Schön. Wirklich. Das ist echt super. Kommen ja beide von den Splat Dragons, glaube ich, aus der Verbandsliga. Ne? Ja. Also der Sprung ist ja auch relativ Wahnsinn. Enorm. Aber die sind halt auch sehr fleißig und das siehst du dann auch. Ne? Ja. Fleiß macht sich bezahlt und wenn du halt immer wir machen immer Samstag-Sonntag-Training, wenn du das durchziehst und auch Sachen annimmst, dann geht das halt relativ schnell. Weil das Problem ist immer, es gibt viele Spieler, die spielen schon lange ihren Stil, nehmen nichts Neues an und die beiden haben einen mega Wandel durchgemacht und spielen super Ball. Ja, sehr schön. Und schwuppdiwupp? Vorher ja auch schon. Vorher haben sie auch schon super gespielt. Jetzt mal in Asien. Ja, genau. Jetzt sind wir in Asien. Ja. Und Asien jetzt ist auch geil. Ja, ja, und es ist hier 5 zu 3 gerade. Der Snake-Spieler ist auch abgeflogen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich bin ja, man also hört BM die auch bis hier oben super. Hin. Also die Kommunikation, die stimmt auch. Das ist auch ganz wichtig. Da fliegt die T-Pack-Seite ab. Das scheint ein sicherer Punkt für BM zu sein. Jetzt geht der Basti vom Feld. Aber es ist immer noch eine 3 gegen 1 Situation, oder? Der Nikolas läuft auch durch. Wunderbar. Sehr gut. Hey, super. Gut gespielt. Nicht schlecht. Kurz zu Asien noch. NXL Asia. Ich war auch 2014 mal da. Ja. Habe den World Cup auf Langkawi gespielt. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der ausgeholfen hat. Und dann sind wir Dritter in der 3. Bundesliga geworden. Ja, und ich hätte das selber nicht in dieser Intensität im nächsten Jahr noch geschafft, das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten. Und so musste man sich dann eben überlegen, okay, was macht man jetzt, um wirklich oben angreifen zu können? Ja. Und auch der Zusammenschluss von, wir sehen sie hier gerade von der linken Seite, Kansas Killzone und den Werkharten Agua Fiestas, der hat ja auch wunderbar funktioniert. Genau. Die spielen halt fast überall in jeder Liga mit und spielen sie halt auch noch erfolgreich Paintball. Ja, das ist so. Und so scheiße man vielleicht auch das ein oder andere Team findet oder hier kann man nicht und da kann man, aber man muss dann einfach auch anerkennen, dass
was die da auf die Beine gestellt haben, das trägt einfach auch Früchte. So, Punkt. Genau, fertig. Und es ist halt auch mega viel Arbeit. Ne? Wer nicht viel Arbeit da reinsteckt, da siehst du auch, die Teams, die gehen halt schnell auseinander. Bei uns war es auch total viel Arbeit. Nicht ganz so viel wie bei euch, glaube ich, weil bei euch sind zwei wirklich Welten bekannte Teams gewesen. Ja. Es war nicht irgendwie ein kleines Team, was ein großes Team geschluckt hat, sondern ihr wart beide große Teams und seid zusammengekommen. Und das freut mich umso mehr, dass sowas auch funktioniert, um den anderen Leuten das halt auch einfach zu zeigen. Hey, open-minded durch die Gegend gehen und einfach gucken, dass man weiter vorankommt. Das ist ganz wichtig. Was nicht heißt, dass nur große Teams funktionieren. Nein. Sind da auf jeden Fall auch alle für Vielfältigkeit und für viele Teams. Und ich freue mich auch, wenn es viele, viele kleine Teams gibt. Da gibt es dann natürlich auch andere Möglichkeiten. Da muss ich ja nicht immer zusammenschließen. Man kann ja auch davon partizipieren und zusammen trainieren. Und, das ist so. Ne, deswegen, je mehr Teams, desto besser auf jeden Fall. Genau, richtig. Auf jeden Fall. Ja, deine BM United, Hammer. Ja, aber wobei, jetzt muss man aufpassen, weil die Snake-Seite darf nicht unterschätzt werden. Jetzt fliegt der Urin auch runter. Der macht einen Gunfight, der halt echt das ist eine schwierige Nummer, diesen Gunfighter einzugehen und das wirklich durchzuziehen. Mhm. Vor allen Dingen, du liegst halt 3-1 in Front, hast noch anderthalb Minuten zu spielen. Genau, richtig. Warum musst du den Gunfight eingehen? Ja. Der Manu ist da, glaube ich, in dem Wedge da irgendwie. Der hält doch eh die Snake-Seite runter. Warum gehst du da nicht einfach cross? Ja. Das ist Rara, der Rara geht da nach vorne, der hält da. Der Manu muss irgendwo hier auf der Snake-Seite sitzen. Ich glaube, ist er nicht. Oh, der hat ihn auch bekommen. Okay, die Snake-Seite ist abgeflogen. Ist er nicht jetzt schon tot? Ja. Manu, ja. Manu ist nicht tot. Manu steht da noch irgendwo? Ja, Manu ist noch da. Manu hat gerade die Snake-Seite geschossen und ich glaube, das ist unser Punkt. Siehst du, wunderbar. Ich hab hinten in der Snake habe ich ihn nicht gesehen. Rara, Manu und Bastian. Respekt für BM United, das hätte ich nicht gedacht. Nee. Ja, das ist halt auch, wie gesagt, das ist das Training. Wenn du immer und immer wieder aufs Feld gehst und immer wieder dich von irgendwelchen guten Teams über den Haufen schießen lässt, schon von unten nachgekommen sind, einfach 10-mal besser gespielt haben als ich selber. Und das macht halt Spaß. Ja. Ich mache das auch gerne. Also es ist nicht so, dass mir das so großartig wehtut, weil wenn du die Jungs jetzt so siehst wie gerade, ist es halt echt schön. Klar, keine Frage. Ja, das ist jetzt zum Beispiel auch das, was man sehen will. Man legt 4-1 hinten und versucht trotzdem noch Gas zu machen und liegt schon beim Gegner in der Snake mega gut. Da fliegt auch der T-Back-Spieler ab, der in den 50s war. Das ist der Martin Gasch. Ja, die sagen es jetzt auch. Bei uns 100%. Wir warten, bis sie nach vorne kommen und hoffen, natürlich. Sie dann zu schießen. Ja, genau. Klar. Ja. Was die komplette da Backline ist besetzt. Was bei uns aber schwer ist. Weil jeder von uns immer den Vortrieb hat und sagt, komm, ich krieg das noch hin und ich will. Klar, die letzten Punkte habt ihr dann immer relativ aggressiv gespielt. Aber ist halt eine Philosophiefrage, ne? Also warum nicht auch aggressiv spielen? Ja. Warum nicht einfach auch in die Fresse? Aber scheinbar könnt ihr Sitz-Paintball auch. Geht. Und dann hinten drin und dann einfach ein bisschen nach links und rechts lehnen. Ja. 10 Sekunden noch. Ja. Ja, 3 Punkte. Ja, wunderschön. Wirklich wunderschön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das höchste ist, wie doll freust du dich? Ja, außer 110. Ja. Wirklich, ich bin gerade mega glücklich und der Manu auch. Die Jungs und Freunde, das haben die auch verdient. Wirklich. Ja, cool. Das ist eine Herzensangelegenheit. Der Urin direkt wie das Snake 1. Ja. Wie den ganzen Tag quasi und auch den ganzen Tag erfolgreich, das muss man dazu sagen. Da stellt sich ja die Frage, warum schießt ihn keiner ab? Ist der einfach so fantastisch schnell? Ich weiß nicht. Es gibt relativ wenig Teams, was ich heute gesehen habe, die direkt in die Snake 1 wandern, so wie der Urin. Ja. Vielleicht rechnet da auch einfach keiner mit. Das kann gut sein, wa? Aber 5 gegen 5 wird hier gerade Paintball gespielt. Genau, richtig. Nein, Fight Club, alle live. Die wissen aber, dass da gleich die Snake kommt. Der Flo Weiland sitzt da hinten schon wieder in diesem schwarzen Brick und wartet nur auf den Move. Ja, das wird auch mein nächstes Lieblingsdeckung. Die werde ich dann auch bei, weil wir haben das Feld nach euch. Und ich glaube, da werde ich auch das ein oder andere Mal verweilen dann. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was da mit dem Eschbach passiert. Ob der wirklich wartet oder ob er weiter nach vorne geht. Der Manu hat sich gerade den Pott ganz genau angeguckt und hat den wieder weggesteckt. Hast du es gesehen? Ja. Ich glaube, da war eine kaputte Kugel drin. Den wollte aber er doch G2, nicht. Die kommunizieren halt auch echt gut. Ne? Fight Club, 2 Leute abgeflogen. Ich weiß nicht, ob der Urin das auch so mitbekommen hat. Ja, ich meine, der ist halt der Einzige, der wirklich hier blockiert wird, ne? Also der kann nichts machen. Genau, genau. Also auf dem Urin wird gewartet und ich hoffe, dass der Urin auch einfach safe bleibt und wartet. Genau, der braucht nämlich gar nichts machen. Genau, der braucht gar nichts machen, der kann einfach nur warten. Eigentlich ist es so ein bisschen jetzt der Nikola Wetzels, der jetzt was machen muss. Einen Meter mal bewegen und dann den anderen Typen da rausholen. Ich glaube aber, der geht jetzt auch.
Oh. Der geht jetzt. Der macht das. Ja. Der macht das und der holt zwei Leute. So, er geht von oben, hat ihn geschossen und den Tipex-Spieler auch. Was für ein Move. Aber da siehst du halt auch, dass dieser Junge so ein bisschen Paintball spielen kann. Ne? Ich habe von meinem alten TC, von meinem ganz alten, immer gesagt bekommen, geh nicht den Weg, den du generell gehen würdest. Also ich wäre zum Beispiel rechts rum, links rum gegangen, um diesen Effekt zu haben, dass ich ihn von hinten abschieße und dann den zweiten mitnehme. Oh, ich glaube, der Basti ist nicht sauber, oder? Ja, doch. Doch. Okay. Frank hat, glaube ich, Cordoba 1974 oder so. Also. Ich würd mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Du kennst den Rest vom Team nicht. US mit dem US. Also. Nee, aber so, jetzt ich bin gerne eingeladen. Ihr seid gerne eingeladen. Ich werde es den Free-Fallern vorschlagen. Ja. Weil es ist. Orin ein bisschen spät gestartet. Ja, aber reicht. Aber kommt trotzdem an. Es ist echt das ist erstaunlich. Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Ne? Der ist auch nicht klein. Ja, aber es ist ja international bekannt. Also die deutsche Liga ist halt einfach die härteste. Größer. 470 Teams oder was hatten wir, glaube ich, mal als Spitze. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell steht, aber. Ja, das Niveau ist schon sehr hoch. Das ist schon sehr hoch. Niveauvergleich ist schwierig, weil. Ja, gar keine Frage. Es gibt auch die französische Liga hat natürlich auch top-hochklassige Teams und so weiter. Das ist natürlich immer die Frage, aus welchem Spielerpool man schöpfen kann, wie groß das ist. Also ich habe ja die österreichische Liga nur auch noch nie gespielt. Aber ich kenne ja also die Leute von den Freefallern, von denen du ja gerade erzählst. Ja. Also ob das jetzt der Morales oder der Fischer oder der Schöntag ist, das sind die Namen, die ich halt davon erkenne. Genau, aber da fehlt dir noch der Rest. Da hast du ja noch Luki und seinen Bruder. Die kenne ich alle nicht. Und dann hast du noch den ganz neuen Spieler. Und die man nicht unterschätzen darf. Das ist es. Ganz ehrlich, also das siehst du gerade bei BM United. Mhm. Die haben Leute aus Verbandsliga und Co. hochgezogen. Also wir haben zum Beispiel den Coco bei den Freefallern und der Coco, wir haben uns früher, wie er angefangen hat, vor anderthalb Jahren, glaube ich, uns immer aus Spaß gebettelt. Ja, wir haben gesagt, wir schießen, versuchen uns gegenseitig rauszuschießen. Aber er hat sich mittlerweile so dermaßen hochgearbeitet, dass er sich Wahnsinn. Im Kampfkader bei den Freefallern dabei ist. Ja, perfekt. Also, und ich glaube, das macht eine Menge aus. Genau. Der ist extrem ehrgeizig. Was für ein Move von den Falschen. Ja, und jetzt wird der Tim geschossen hinten in den T-Pex. Aber einer ist noch drin und einer auf der Snake-Seite zumindest, oder? 3-2, stimmt's? 2-2. 2-2, okay. Okay. Ist doch 3-2. Ja. Also Snake Corner, Snake und einer im T-Bag für BM United gegen Fight Club Snake und so. Snake Innenseite. Da wird auf jeden Fall gut geredet auf Seiten geredet. Von BM, ja? Ja, das ist die ganze Zeit. Das machen, ne? Das machen die fesch. Ja. Aber das ist auch wieder, ich höre doch den Manu. Das ist immer. Oder? Manu ist immer am Reden. Manu ist die ganze Zeit federführend in der Kommunikation. Ja, also man nennt ihn auch die Laberbacke, a.k.a. das Mundgewehr. Ja. Zu mir sagen sie immer, mich hört man nicht. Ich da macht es dann auch Spaß, wirklich da auch zu supporten, wenn man sie selber persönlich kennt, so wie ich jetzt, und dann die Entwicklung damit zu verfolgen. Ne? Orin ist raus. Jetzt ist er geschossen worden. Sie haben sich eingeschossen. Ja. Dieser Snake-Move von Orin funktioniert nicht mehr, aber der nächste... Dafür drei Spieler verlassen. Drei Spieler, ja. Wahnsinn. Basti lässt sich auch checken im Center von BM United. Ja. Ist clean, spielt weiter. Ich glaube, der Typ, der den Orin rausgeschossen hat, der ist an der Base so ein bisschen stehen geblieben und hat quer rüber geschossen, ist aber dafür aber selber auch dann getroffen worden. Ja. Also den Move wird er wahrscheinlich nicht nochmal auspacken. Wäre nicht klug. So, da verliert BM United einen weiteren Spieler. Das ist der Alex. Genau. Der Alex von... Für ein sehr bekanntes russisches Team spielt der Alex auch mit. Red Storm. Der Alex unterstützt auch in der Pit richtig heftig. Also wenn der nicht auf dem Feld steht, macht er die Gameplans für die Jungs. Guter Teammate einfach, ne? Ist ein super Typ. Aber damit hatten wir nie Probleme bei BM. Also wir hatten nie irgendwelche Querulanten, die gesagt haben, ey, ich spiele zu wenig. Die draußen stehen, die unterstützen das Team und das ist auch echt wunderbar. Also, wobei, wo du das gerade sagst, in diesem Satz, ich habe den Gil heute noch gar nicht gesehen. Nee, der hat eine berufliche Veränderung und deswegen hat der keine Zeit mehr so großartig zu trainieren. Deswegen ist er heute auch nicht da, weil er das Wochenende arbeiten muss. Ah, okay. Ist auch ein Spieler, der eine mega Entwicklung durchgemacht hat. Ein super Typ. Ja, wo arbeitet er immer? Fährt er nicht Straßen in Luxemburg? Da fragst du den Falschen, du. Das weiß ich nicht, wo der... 32 Jahre später.
Wahnsinn. 32, der hat Geschichten erzählt. Ja. Orin hat verkürzt diesmal. Ja, hat ein bisschen Panik gekriegt, ne? Ja, das glaube ich auch. Der Manu schießt ihm gleich über den Rücken, wenn er so weitermacht. Mhm. Der hat nämlich immer schön in seine eigene Deckung reingeschossen. Aber Fight Club verliert den ersten Spieler. Ja, ja, BM leider auch. Das ist der Rara. Der ist aber ein bisschen verwirrt, wo er getroffen worden ist. Mhm. Der kontrolliert das nochmal, genau. Aber Fight Club steht nicht schlecht da, ne, im T-Back 4. Um Gottes Willen. Der hat ja auch einen Move. Der Basti muft jetzt auch. Genau, in seinem Schussfeld eigentlich. Da muss er ein bisschen jetzt aufpassen. Also bei uns heißt es jetzt, er ist ins Tequila gegangen und vom Tequila ins Dorito 4. Ne? Mhm. Also er ist durch die Mitte durch und dann nach links abgebogen. Tequila, das das ist bei uns sehr schwarz. Ja, jetzt wird spannend. Das klingt so ein bisschen nach Syndicate, auch um ehrlich zu sein. Tequila wird ja T für Dorito. Ja? Mhm. Okay. Damit man, wenn man es ausspricht, ja, dass man S und okay. T. T-Pack 4 von Fight Club ist auch geschossen worden. Ah, schade. Von Basti, oder was? Das sah aus, als nee, Basti ist, glaube ich, hier auf Snake-Seite gerade gewesen. Ich weiß gar nicht, wer da drüben hin geballert hat. Der Basti hat auf jeden Fall auf Snake-Seite geguckt und ist jetzt wieder zurück auf der T-Pack-Seite. Jetzt sind hier drei Leute auf BM-Seite auf der Snake-Seite. Mhm. Kommentiert gerade. Und einer ist jetzt nach hinten noch in dem T-Pack 1, oder sehe ich das falsch? T-Pack 1 ist besetzt. Von BM United? BM ist auch T-Pack 1 besetzt, hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist der Tim, der da drin ist. Jo. Ja, da ist bei mir jetzt die Tonne davor, ich sehe nichts. Mhm. Der Tim, der sitzt da drin und wartet, glaube ich, weil, wie gesagt, die Zeit spielt für BM. Ja, sicherlich. Ja, 2 Minuten 50 ist nicht mehr so ewig viel Zeit, um 3 Punkte zu machen, aber es würde ja schon reichen. Also muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ne? Die warten jetzt einfach ab. Ja, innerhalb der nächsten Minute kommt auf jeden Fall jetzt, wenn von Fight Club der Angriff kommt, dann halt in der nächsten Minute. Mir wird das ein bisschen besser gefallen, wenn der Basti mal hier auf der Seite bleiben würde. Mhm. Und sich nicht immer umdreht. Ich meine auch, der Manu, der ruft gerade. Aber der, ja, weil der, wenn der Basti mal auf die andere Seite gucken würde, könnte er nämlich die Snake perfekt aufhalten. Ja, und der Manu selber geht auch auf die Snake-Seite, Orin auch. Ja. Einfach jetzt so, sind alle wieder auf der Snake-Seite, das ist halt auch... Die sind ein bisschen heiß jetzt. Ja, ich hoffe, die sortieren sich jetzt. Weil Basti halt auch auf das Teampack einen super Blick hat. Einfach warten, ja, einfach gucken, was passiert. Wer ist hinten auch gesagt, der Tim? Der Tim ist im T-Pack 1, genau. Ja. Der wartet auch. Manu ballert auf die Snake-Seite. Orin hat jetzt wieder Infield seine Gun. Ich finde, der einzige Typ, der halt jetzt so wirklich im Spiel drin ist, ist halt irgendwie der Manu. Mhm. Weil der redet. Ja, der Basti auch. Der Basti guckt jetzt, Basti guckt jetzt auf das T-Pack, was besetzt ist. Der Basti muss jetzt einfach mal. Der Basti hat Probleme. Macht jetzt seinen Lauf sauber. Nee, aber einfach die Snake. Hier, guck mal, der T-Bag. Jetzt wird's schwer. Ja, der T-Bag-Spieler ist alleine auf der Seite, weißt du? Genau. Okay, Snake getroffen von Fight Club. Aber der T-Bag-Spieler ist ja alleine auf der Seite. Das heißt, es ist ja unwahrscheinlicher, dass der angreift, als die Seite, wo hier schon zwei Typen sind. Genau so ist es. Ja, also deswegen Orin jetzt auch in die Snake rein. Genau. Ich hoffe, Orin. Der hat einen Hoppertreffer. Jo. Ah. Okay. Und tschüss. So, Dorito 1 wird angesagt. Ja. Alles gut, Taul kommt. Ja, 1 Minute 17 ist, wird enge. 4 zu 0, also 0 zu 4 für BM. Ja, dann wird dann überhaupt nichts mehr. Dann wird da nichts mehr eng, dann ist es vorbei. Schon Race for the, oder Mercy for you. Genau. Durch. Das glaube ich schon so, weil Deidenberg kennt keiner. Kaiserslautern kennst du halt. Und wenn du dann da, Kaiserslautern hat halt eine riesen Anhängerschaft, glaube ich. Also da muss es aber mit dem Teufel zugehen, wenn das jetzt so eindeutig ist. So, ja, aber ganz so ehrlich, aber Marvin, endet. Ganz ehrlich, in der Historie hatte BM immer Probleme mit den Leuten, die nicht ganz so hoch platziert waren. Also da muss es mit dem Teufel zugehen, weil ja, da gibt es auch eine Ninja-Rolle und die Ninja-Rolle ist sogar angekommen dabei, Riot Kaiserslautern. Das funktioniert, der erste fliegt ab. Der Orin spielt aber auch heute ein verdammt starken Ball. Also alle spielen gut, aber Orin polarisiert heute. Ist ein bisschen guter auf jeden Fall. Der ist so Player of the Day, würde ich sagen. Player. Bei uns ist er auf jeden Fall Player of the Day. Jetzt ist er auch Snake 50. Ja, wobei der Manu ist auf jeden Fall ganz weit oben, weil der hat nämlich den Tavar rausgeschossen, hat er gesagt. Hat er gesagt. 30 Mal. Und von der Kommunikation her kann ihm auch, glaube ich, keiner das Wasser reichen. Der Manu ist mit seinem Organ halt auch nicht zu überhören, auch nicht hier oben. Wir hören ihn die ganze Zeit. Aber Riot... Guck mal, hat in der ersten Partie heute auch ein super Brett gespielt und dann ist es halt nicht mehr so gut gelaufen. Ich habe gerade eben mal mit dem Daniel ein bisschen gesprochen. Der schießt einer auf jeden Fall die ganze Zeit auf die Snake 1. Die wissen nicht, wo der ist, glaube ich. Nee, wissen die auch nicht. Die wissen nicht. Ich weiß auch nicht, ob der... Guck mal, der Orin, der macht es aber so klug. Jetzt ist er aber wieder zurückgegangen, ne? Also er hat jetzt... Ja, eben.
Deshalb macht das ja gerade so klug. Der sucht jetzt nach vernünftigen Schüssen. Genau, der wartet jetzt. Ich hoffe, der macht es auch, weil jetzt ist er ein bisschen sloppy. Ne? Ja. Du musst es angucken. Jetzt wird's enge. Ja, ja. Anstatt, dass er da richtig, sich richtig klein macht. Also was technisch jetzt für mich wirklich ein Highlight wäre, ne? Wäre sich jetzt nicht in den Arsch schießen zu lassen. Jetzt wird es aber, glaube ich, eng. Ja. Jetzt wird es, glaube ich, eng. So, oh, ist nochmal clean. So, aber jetzt... Ja, jetzt hat er... Jetzt ist er raus. Also, jetzt ist er raus. Aber dafür verlassen aber dafür gleichzeitig zwei Leute von genau. Riot das Feld. Das Ding ist halt jetzt, am besten nicht auf den Snake-Spieler von Riot jetzt schießen. Gar nicht schießen. Den gehen lassen. Weil der Manu zieht auch auf in die Corner, ja. Snake-Corner. Aber der Rara, der, wir sehen den Rara links im Bild. Guck mal, der sieht sich gerade den Schuss. Ne. Doch, jetzt ist er raus. Er hat ihn am Arm bekommen, alles gut. Und unter der Achsel hat er sich unter der Achsel, genau. Und jetzt Rara, los geht's, Attacke. Feuer frei, er ist aber raus. Ja, er ist übers Zehen ausgeschossen, wird mit dem Rutschen. Oder Sliden, wie man ja vier, so vier gegen einen, sagt der Manu gerade an, stimmt das? Nee, stimmt nicht. Ich glaube, das G5, ist ne? Genau, G5. Ist schon vorbei. Alles gut. Schon vorbei. Mhm. Es gibt die Deckung mit Wasserfilter oder mit Wasser... Tanks unten, genau, und so weiter. Und daran orientieren sich die Sachen dann so ein bisschen. Ja, bei uns ist es auch so. Also Stefan von unserem Feld, der schaut auch, dass immer wieder neue Spielfelder da sind. Upgrade ist nicht immer so sein Ding. Aber da kann man auch das Feld gebraucht kaufen. Gut verpackt, teilweise gut gesäubert. Und dann gehen die auch für gutes Geld über den Tisch. Also... So, bei Riot ist der erste Spieler abgeflogen auf der T-Pack-Seite und bei BM United genau dasselbe. Ja, und das ist der Rara. Ja. Ehrlicherweise. Also 4 gegen 4. Der T-Pack-Hintermann ist also jetzt raus. Und ich glaube, Riot wartet jetzt auch ab. Die hoffen drauf, dass die Spieler von BM denen in die Lines laufen und versuchen, das Ding so zu regeln. Aber die lassen jetzt gerade die Leute sich bewegen, ne? Eigentlich ist es so, es ist ja keiner auf der T-Pack-Seite für Riot, so richtig, ne? Nee. Wer ist denn jetzt auf der Seite von BM noch da hinten? In der Mitte habe ich den Alex in dem großen Maya. Ja. Die Snake 50 ist gerade rausgeflogen, das war also, der Urin. Müsste also, Urin gewesen sein. Genau. Also gibt es jetzt noch den Basti, den Manu und den Alex? Ich weiß gar nicht, ob Manu mit drauf ist. Weil ich höre den gar nicht. Nee, ich glaube, Manu ist auch nicht mit drauf. Du hast den Basti in der Snake-Corner. Du hast den Alex im großen Maya. Und ich weiß nicht, wo der dritte ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Nee, also vielleicht im T-Back 1, aber das ist genau für uns halt verdeckt, ne? Mhm. Also ich stelle mir vor, dass da halt jemand sitzen müsste. Wenn das da irgendwo einer sitzt. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich von BM. Nur noch zwei Leute? Auch nur noch zwei Leute, aber... Ja. Der Alex wartet jetzt auch. Also der hat's auf dem Schirm. Oh, da ist Alex geschossen worden. Das Problem ist auch, Alex und Basti haben halt auch nicht miteinander großartig geredet, glaube ich. Das könnte aber ein bisschen auch schwierig gestalten mit diesem Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch-Ding, ne? Ja, die machen ja auf Englisch. Ach so. Oh. Die machen ja alles auf Englisch, ne? Also das ist die Sprache im Team ist Englisch auf dem Feld. Aber es muss noch einer von BM auf dem Feld sein, weil gerade ist hier in der Mitte auch noch eine. T-Back 1 ist doch noch drin, okay. Ja. So hat sich das auch angefühlt. Ja. Und der Basti moved in die Mitte wieder zurück. Ich bin gespannt. Na, jetzt sieht man ihn auf dem T-Pack. Genau, 1, das ist der Tim. Genau, der Tim ist in T-Pack 1. Aber ich glaube, die Kommunikation bei Riot ist gerade tatsächlich. Ist das der Tim, der von Intemperate kam? Genau, ja? Genau, das ist Tim von Intemperate, der ehemalige Teamkollege von Dennis. Genau. Dennis Bohr, der Krüppel vom Vormittag heute. Aber ich glaube, die Kommunikation bei Riot ist gerade tatsächlich besser als die bei BM. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Snake-Spieler hat keine Kugel mehr. Greift jetzt an, okay. Ja. Aber. Die müssen den Punkt machen. Ich hoffe, das ist denen klar. 5 Minuten ist zwar Zeit ohne Ende, ja. Aber der Basti hat auch keine Kugeln mehr, aber der braucht die auch nicht. Der braucht ja nicht gewinnen. Und der greift jetzt aber auch an. Ich hatte mit dem Basti selber mal so eine ähnliche Situation. Und wir haben der hat sich jetzt gerade bei dem Slide die Kugeln im Hopper kaputt gemacht. Ey, also so viel Pech kann man auch nicht haben. Jetzt pass auf. Ja, wenn er jetzt durchläuft. Jetzt pass auf. Oh. Schieß doch jetzt nicht so viel, Kind. Nee. Du hast ich glaube aber, das jetzt ist fangen die aber an zu reden. Jetzt fangen die an zu reden. Ja. Das ist wichtig. So. Du musst jetzt. Und der Basti soll einfach warten. Ich hoffe, dass er wartet. Hat er den nicht getroffen? Er hat mir keinen Quatsch. Aber egal. Aber er hat nicht mitbekommen, dass jetzt er. Jetzt hat er ihn. Sehr schön, Basti. Und jetzt muss er nur noch den Tim. Ich glaube, der Tim sitzt bei Riot jetzt da. Ist der Einzige, der noch da ist.
Und der wird jetzt gleich der getroffen. Wandert jetzt? Jetzt geh weiter, schieß jetzt Tim noch nicht. Und der Tim geht in T-Pack 1, er wartet aber auf den Basti. Er weiß, dass der Basti unterwegs ist. Der hat den Basti auch getroffen, oder was? Schwer zu sagen. Ref checken. Basti wird gecheckt, aber Basti ist ein bisschen sloppy. Der soll das nicht machen. Er hat ihn bekommen. Das war auf Messerschneide. Ja, aber... Da war das Glück auf unserer Seite. Uns neu formiert und haben das rumreißen können immer wieder. Du hast halt einen Kern, der besteht, ja. Du hast neue Leute, die kommen dazu und die werden auch in das Team integriert. Und das ist das Wichtigste. Wo ist denn eigentlich der Thomas Longboard denn heute? Der ist, der ist heute den ersten Tag nicht da, weil der bis gestern noch in Asien mit der Arbeit war. Also der hat überregional so ein bisschen zu tun gehabt. Ja. Und ist gestern ganz spät erst wieder zurückgekommen. Also erst wollte er auch hier hinkommen, hat es aber dann nicht geschafft. Deswegen auch schöne Grüße an ihn jetzt. Ja, der ist also nicht Thomas Longbottom, sondern Thomas Tired Face. Ja, richtig. Aber morgen benutzen wir dann die Button hier, ne? Das die Bullshit-Button. So. Aber sie kämpfen. Das muss man ihnen lassen. Also jedes Team, auch bei den anderen, die jetzt... da sich durchkämpfen mussten. Sie geben nicht auf, ne? Sie sind... Ich glaube, Manu ist den zweiten Punkt jetzt nicht mit drauf. Ja. Die ganze Zeit ist der Alex, der da seine Position spielt. Ja. Ich habe vorhin schon mal mit den Leuten von Riot geredet. Mhm. Weil Einzelleistungen der Spieler sehen hier eigentlich immer also wirklich top aus. Ja. Ne? Es ist halt so ein bisschen ärgerlich, dass so ein bisschen die Kommunikation zwischen den Seiten nicht... zustande kommt. Ne? Also es zerfällt dann einfach so ein bisschen das ganze Konstrukt. 5 gegen 5 Paintball sind die super stark. 4 gegen 4 Paintball geht vielleicht auch noch. Aber sobald es nur noch 3 Leute sind, dann ist es vorbei. Ist vorbei, genau. Das habe ich auch gerade eben mit dem Daniel besprochen. So, wir haben uns ein bisschen zugerufen und der Daniel, gegen den habe ich auch oft gespielt und es war immer ein ziemlich harter Gegner. Ja. Wirklich. Weil der einfach einen super sauren Ball spielt und auch echt tight schießt. Und mir tut es dann auch ein bisschen leid. Ne? Die arbeiten viel. Ja. Die machen viel, die stehen immer auf dem Feld, sind am Trainieren und tun und machen und haben ja auch heute Morgen gezeigt, dass sie es können. Ja. Das ist ja das Ding. Das Schlimme ist, der Punktestand am Ende des Tages oder der Tabellenstand, der also 12 davon 12 liest dich halt einfach kacke. Ja, das ist so. Das liest dich halt, als hättest du überhaupt nicht teilgenommen. Wir haben es keine Option, genau, das recht. Das machen wir auch nicht und wir hatten auch, im letzten Spieltag hat keiner damit gerechnet, dass BM United Breakout schlägt. Und dann gab es da den Kracher und das war für unsere Jungs auch extrem wichtig, auch vom Kopf her jetzt. Die zehren ja heute noch davon. Das siehst du auch. Sicherlich. Ja. Ist ja auch wieder so ein Revierderby-Ding, weißt du? Ganz klar. Also bei uns zum Beispiel ist es auch mit dem Towel werfen eher selten bei uns bei Terpanen. Wir spielen da durch. Also wir haben das letztens wieder erlebt, dass der Leo 2 gegen 1 hat, der war alleine. Und in dem Moment, wie einer unserer Spieler oder unser TC dann das Towel wirft, hat er den ersten rausgeschossen. Ja, und da ist er runter und hat gesagt, den zweiten hätte ich jetzt auch noch gekriegt. Ne? Oder wenigstens versucht. Und dann ist es natürlich ärgerlich. Da hat man dann einen Punkt verschenkt und so, in der Begegnung jetzt wäre es für Riot keine Option, einen Towel zu schmeißen. Nein. Nee, leider nicht. Denn es steht 0-3 für BM United. Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf. Ist auch positiv, ist auch super. Es gibt ja auch für Riot einfach keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Ne? Aber also. Du siehst, die Zuschauer voten, jetzt steht es 40% für BM United und 60% für Riot Kaiserslautern. Das erklärt sich mir nicht. Ja. Ja, aber wie heißt das? Alles gut. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Nichts geht mehr, genau. Ja, also. Von 0 zu 100 auf 40 zu 60 ist auch okay. Alles gut. Also bei uns ist immer ein guter Tag, wenn wir lachend vom Feld gehen und am Abend noch Spaß haben, auch wenn wir den ganzen Tag abgebissen haben. Ja. Auch diese Zeiten haben wir hinter uns. Und ganz ehrlich. Wir, also ich spreche jetzt von wir als BM United, als Aufsteiger, können heute mehr als zufrieden sein über diesen Spieltag. Die Jungs haben heute mega Gas gegeben und gehen, glaube ich, heute mit einem lachenden Auge vom Feld. Ja, ich glaube, manchmal ist es, bei uns Newcomern haben wir natürlich etwas andere Zielrichtungen als beim Kampfkader am Nachmittag. Dass wir auch sagen, okay, ihr habt vielleicht den ganzen Tag heute abgebissen, aber die Leistung, die ihr bringen solltet, die wir trainiert haben... Guckt ihr das an jetzt? Der Tim holt sich den Alex. So, und der Tim, der sitzt da und wartet das ab, also der Tim von Riot. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Orin das noch auf dem Schirm hat. So. Der lässt sich jetzt schießen. Ja, aber was macht denn der Tim? Warum bewegt er sich denn nicht einmal auch weg da? Jetzt bleibt doch nicht einfach da sitzen.
Der ist getroffen, auf der Innenseite vom Hopper. Das sieht der Ref nicht, aber ich sehe das. Und jetzt muss der Basti laufen. Aber der Game Time Finish. Oh, jetzt wird geschrien. Siehst du den Hopper-Treffer? Der Hopper ist. Siehst du den Hopper? Ich sehe das haben wir aber, ja, aber das haben wir vorhin das Spiel davor auch gehabt. Da hat er an der Maske und am Hopper gehabt, wo ich gedacht habe, das würde bei uns wahrscheinlich der Ref nicht als clean durchgehen lassen.